Wir benutzen den Simulationskreisel oder Skills Lab, auch genannt auf Neudeutsch, als dritten Lernort. Das ist der Ort, wo wir die Theorie in die Praxis umsetzen, ohne gleich direkt am lebendigen Patienten zu arbeiten. Das heißt, dass dies der Ort ist, wo die Schülerinnen nicht nur Fehler machen dürfen, sondern auch Fehler machen sollen. Wir versuchen dann die Teams, die schon lange auch im Beruf sind, an diese Simulation zu bekommen und den Ablauf einer medizinischen Behandlung wie eine Art Spielzug für ein Sportteam einzuüben. Erstmal war es ganz ungewohnt, natürlich mit einer Puppe zu arbeiten, da wir ja doch im praktischen Einsatz bei der Frau sind. Aber nach kurzer Zeit haben fast alle von uns vergessen, dass es eine Puppe ist und waren ganz aktiv im Spiel. Und man kann ja auch die Rollen tauschen. Dadurch reflektiert man das auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene, als wenn man im Kreissaal immer nur die Hebammenschülerin ist sozusagen. Ich finde es sehr gut, dass es diese Puppen gibt, gerade auch diesen umschnallbaren Bauch von Lerdal, weil es zum einen das ermöglicht, was wir lernen wollen und sollen, sprich die aktive Geburtsleitung, wenn die Frau sich bewegt. Und durch diesen vorgeschnallten Bauch ist es ja doch mehr einem echten Bauch nachempfunden. Es ist nicht zu vergleichen mit einer Puppe, die man sich nur unter den Pullover stecken würde. Also wäre da nur die Puppe, würde ich denken, könnte man das gut als Puppe abtun und als Szenario, was man jetzt gerade durchspielt. Dadurch, dass aber die Stimme noch dazu kommt und dann die Puppe sozusagen mit einem redet oder stöhnt und dann ist der Partner noch daneben, der auch seine Unsicherheit, das macht es einfach echt. Und dann habe ich schon so das Gefühl, dann kann man sich sehr gut reinfühlen. Im realen Leben wäre ich bei so einer Situation ganz schnell raus. Dann versucht man wirklich als Schülerin einfach nur noch anzureichen und wenn man gefragt wird, möglichst schnell Geräte oder Arzt anrufen oder sowas, da ist man überhaupt nicht in der Position, wirklich mitmachen zu können. Da ist da in dem Moment dann kein Platz und auch nicht der Raum für. Und das ist halt mit so einer Puppe toll. Es erweitert unseren Horizont, weil wir wirklich diesen dritten Lernort ganz neu integrieren können in die Ausbildung. Den hatten wir vorher nicht. Wir sind sonst quasi so vorgegangen, dass wir aus dem theoretischen Lernen direkt in die Praxis gegangen sind und über eine Praxisanleitung an der lebendigen Frau geübt haben und gelernt haben. Und wir haben jetzt diese Stufe zwischengeschaltet, die sehr, sehr lebensnah Szenarien bietet, die tatsächlich bis zu einer Sicherheit im Umgang mit dem neu erworbenen Wissen führen. Wir üben auch sehr, sehr, sehr komplexe Szenarien tatsächlich mit schon berufserfahrenen Kolleginnen und gemeinsam mit anderen Berufsgruppen, zum Beispiel hier mit der SIMMAM, indem wir Notfallszenarios trainieren, wo es auf ganz differenzierte Diagnostik ankommt und ganz gute Entscheidungen und eine hervorragende Kommunikation im Team. Wir arbeiten bei dem Notfallkaiserschnitt mit der SIMMAM der Firma Lerdal. Das ist ein kombinierter Anästhesie- und gynäkologischer Simulator und kann uns alle entscheidenden Träger eigentlich auch zeigen, wie die vaginale Blutung bei der vorzeitigen Plazentalösung. Aber sie kann auch den Anästhesieweg schwierig darstellen, indem man den Atemweg zum Beispiel als nicht intubierbar darstellt. Die Hebammen machen eben die geburtshilflichen Simulationen damit, sehr ausgedehnt, und die Anästhesisten können ein Atemwegstraining dran machen.
Man kann da auch pathologische Atemgeräusche, pathologische Herzgeräusche, also man kann da auch ganz vielfältig dran üben. Viele Mitarbeiter haben ihre eigene Art zu kommunizieren und haben ihre eigene Art, mit Stresssituationen umzugehen. Und hier haben die Mitarbeiter die Chance, in einer Art Spiel auch die Kollegen unter Stress kennenzulernen. Und Stress gibt es auch in der Simulation. Jeder, der was mal mitgemacht hat, weiß das auch. Es gibt Zuschauer, man steht extrem unter Stress. Das Monitorpiepen ist real und man findet sich sehr schnell in einer realen Situation wieder. Das hat den großen Vorteil, dass wenn man diesen Standard praktisch auch eingeübt ist, das kann die Theorie nicht bringen, das muss man einfach auch mal machen, dass man dann in der realen Situation Ressourcen hat für Dinge, die man vielleicht vorher nicht berechnen kann. Also es kommt immer irgendwas nochmal dazu und diese Ressourcen hat man, wenn man die Routine-Tätigkeit, wenn man den Ablauf schon kann. Und dann haben wir natürlich in unseren Nachbesprechungen eine ganz feste Struktur, wo wir ganz respektvoll miteinander umgehen. Wir haben auch die Regel, dass alles, was in diesen Trainings passiert, in diesen Räumen bleibt. Und das ist auch ein Leitfaden, wie man in der Realität solche Situationen nachbesprechen kann. Also die Teilnehmer lernen auch, solche schwierigen Situationen nachzubesprechen. Die Kooperation mit der Firma Lerdal ist sehr interessant, weil von der Firma Lerdal viele technische Aspekte kommen. Also es geht vor allem darum, wie setze ich etwas um. Und von uns kommen die medizinischen Aspekte, die wir dann wieder einwerfen. Und so arbeiten wir zusammen und versuchen, dieses Training für die Teilnehmer zu optimieren. Und die Teilnehmer lassen sich auch gut auf dieses Training ein.